herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play zu Assassin's Creed Syndicate in der Rolle von Evie Fry. Und wir sind gerade dabei, noch die Themse aufzuräumen, sind auf einem sehr guten Wege. Gott sei Dank können die da nicht so viele Truhen und so verstecken, weil ist ja größtenteils Wasser. Und mit Tauchen und so hatten sie es da noch nicht so. Und jedenfalls in der Themse nicht, ne? Aber abgesehen davon, möchte man da drin baden? Ich glaube nicht. So, dann gehen wir da mal rauf. Hoffentlich kommt kein Zug. Rechts und links gucken, ihr wisst Bescheid. Ja. Obwohl man muss ja, das fand ich in London echt cool, an den Fußgängerüberwegen, ne? Haben die in erster Linie geschrieben, look right. Weil die Autos ja, weil ja Linksverkehr herrscht, in erster Linie, wenn du eine Straße überquerst, von rechts kommen. Anders als bei uns. Bei uns lernt man ja, links, rechts, links zu gucken. Und da ist es halt rechts, links, rechts. Da haben sie ganz groß an den Übergängen gepinselt und haben dran geschrieben hier, look right. Muss wohl in der Vergangenheit da wohl schon ein paar Unfälle gegeben haben. Jo. Und los geht's. Gut. Okay, was ist hier drüben los? Yeah. Läuft doch. Okay. Warte mal, was war das hier? Ah. Okay. Guck ich doof? So. Okay. Gut, also Southwark, da wollen wir ja noch nicht hin. Wir wollen in erster Instanz ja erstmal noch hier die paar Dinger einsammeln. Den einsammeln und dann gehen wir hier rüber und machen dort noch den letzten Sync-Punkt für die Themse. Und dann hätten wir die Themse ja so gut wie erledigt. So, oh, da ist noch eine Templerjagd. Sollen wir die eben dazwischen schieben? Können wir eigentlich machen, ne? So, die Templerjagd dazwischen schieben? Warte mal. Ah, ich habe ja noch hier die schönen Bolzen. Komm, wir schieben mal eben die Templerjagd dazwischen. Das kann ja nicht so schwer sein hier. Oh. Oh. Da haben wir ja noch einen Glitch. Danke for the Glitch. Thank for the Glitch. So, wo ist der Templer? Ah, wir finden ihn schon. Hey! Huhu, Fili! Du Workaholic! So. Schweres Gebiet, Ausrüstungsupgrade wird empfohlen. Ja, ja, du empfehl mir mal. Da ist er. Die fiese Templerbrut. Haben wir hier keinen Dacheinstieg? Hier müssen wir doch irgendwo einen Dacheinstieg haben, oder? Was ist hier drin? Ja, geht so, ne? Hi. Oh, die ist kalt. Ja, von draußen vom Walde kommst du her. Wie kommt man hier rein? Hier muss es doch irgendwie einen Eingang geben. So einen Dacheingang. Es gibt immer einen Dacheingang. Es gibt immer irgendwo einen Dacheingang. Muss. Es kann ja nicht sein, dass wir hier nur so reinkommen. Durch die Tür. Das würde Assassin's Creed nicht zu Assassin's Creed machen. So. Ja, siehst du mal, da ist doch eine Tür. So, jetzt lassen wir ihn mal ein bisschen wüten da oben. Ja, guck mal, er greift schon an. Komm, bringt ihn um.
aus dem Gebiet fliehen. Sehr schön. Guck mal, das war doch eine sehr elegante Lösung, oder? Und da haben wir auch direkt einen, Moment, wo bin ich jetzt? Ich bin hier. Da ist die nächste Kiste. Ja, dann gehen wir jetzt erst zur nächsten Kiste und dann gehen wir wieder zum, hier Knilch, ne? Hier, Verkäufer. Na, das machen wir. Wo ist die Kiste? Downstairs. Da ist die Kiste. Okay. Super. Da ist nichts mehr. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist eine Kiste. Aber wir können ja auch... Ah, da ist auch direkt ein Händler. Sehr gut. Ab dafür. Templerjagd abgeschlossen. Sehr schön. Haben wir mal so im Vorbeigehen mitgemacht, ne? Templerjagd ist an sich ganz cool, weil du dich nur reinschleichen brauchst und schießt ihm in den Kopf und dann war's das. Na, also das finde ich eigentlich recht angenehm. So, ab dafür. Oh, ein Fertigkeitspunkt. Gehen wir mal eben in Fertigkeitspunkte rein. Fähigkeiten. Fähigkeiten, Fähigkeiten, Fähigkeiten. Ich habe 4 Fähigkeitspunkte. Ja, hui. Was ist denn das da? Der erste Treffer, den sie während einer Combo einstecken, beendet nicht länger die Combo. Okay. Was ist das hier? Öffnet die meisten Trunionen, außer jene, die ihren Generalschlüssel erfordern. Okay, was haben wir da? Warte, die seinen Cup einsteigt. Was ist das hier? Weniger Schaden bei Stürzen. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Kaufen. Assassinen-Sampfote. So, und wir nehmen... Warte mal, Ökosystem. Was ist hier noch los? Sie finden bei allen Quellen mehr seltene Herstellungsmaterialien. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? Oder den hier? Während sie einer Kombo an der leeren Waffe schießen, laden sie automatisch nach. Verlangsamen sie nicht mehr so stark beim Fahren. Ah, nehmen wir erstmal das hier. Plünderer. Kaufen. So. Tschö. Einmal gekillt. Ich bin ein Mankiller. Hui. Nehmt ihr mich mit eine Runde? Sehr schön, liebe Leute. Und hopp. Warte mal. Sehr gut. Nehm mich mit, Kapitän, auf die Reise. So. Und hoch. Sehr gut. Das war der Fabian. Aber sowas von. Ich wusste doch, dass du das kennst. So, wie geht's hier nach oben? Da geht's nach oben. Der direkte Weg zwischen zwei Punkten ist und bleibt eine Gerade. Wenn ich jetzt natürlich einen Händler hätte... Na, der Händler ist natürlich tiefer. Ist klar, Herr Kommissar. Ab ins Wasser. Hoch mit dir. So, wir füllen einmal alles auf. Alles auffüllen. Könnt ihr eigentlich mal wieder gucken hier? Die ganzen Pipi-Lotta-Filme. Ich finde die cool. Das ist so ein Stück Kindheit, ne? Ihr kennt das ja. Warum verspringt der denn immer so? Ich will doch hier hin. Lass mich hier hin. Oh, da ist ja auch noch eine Kiste. Verschlossene Truhe. Ja, die holen wir uns doch. Die holen wir uns. Ich liebe verschlossene Truhen. Verschlossene Truhen sind zum Aufmachen da. Türen sind zum Aufmachen da. Sind ja keine Windmühlenflügel, ne? So, einmal nach oben, bitte. Nach oben! Hey, nach droben! Manno, komm her. Ja. Warum? Willst du nicht nach oben? Jetzt willst du nach oben. Sehr schön. Oh, mein Näschen. Ich weiß nicht, was mit meiner Nase ist. Aber ich muss mal zum Nasalogen.
Gut, da ist eine verschlossene Truhe, die können wir mal eben öffnen. Schloss knacken. Dankeschön. Sehr gut. Messing-Schlagring. Okay. Wir sind hier. Da wäre auch noch was. Das ist wieder was mit Kinderbefreiung. Aber wir wollen ja in erster Instanz hier das Ding machen. Den Sync-Punkt. Lauf, Eevee! Über den Wolken, ei, ei, ei. Oh, geil. South Pole Cathedral. So. Natürlich kommt man von hier aus nirgendwo runter. Okay, einmal klettern. Ha! Was für ein cooler Move. Mit einer schmucken Hüftdrehung. Ich schwimme an den Jungs hier vorbei. Okay, okay. Weiter geht's. Oh, da sind Cops. Ich finde das englische Wort oder das amerikanische Wort für Polizist, also Cops, finde ich, hat viel mehr Gewicht, oder? Also es klingt viel autoritärer, ne? Nicht so Polizei, sondern Cops. Ja, ja, Eindringling. So, Schmugglerware sabotieren. Dankeschön. Oh, ich bin zu weit gefahren. Scheiße. Bin zu weit gefahren. War so vergnügungssüchtig. Ich wollte nicht aussteigen. So. Wir müssen ja unser Ansehen hier in London müssen wir ja verbessern. Sehr schön. Und ein Glitch. Sehr schön. Ich stelle mal eben die... Bäh. So. So, ich bin da mal weg. Hab noch einen schönen... Ah, klingel morgen gerne durch. Auch wenn ich busy bin. Für dich habe ich immer ein paar... Oh, das ist aber nett von dir. Dankeschön. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Lass dich nicht ärgern. Oder wenn dich jemand ärgert, ne, dann verhau ihn ordentlich, ja. So, wo lang müssen wir? Okay. Ach, wir müssen einfach nur runter. Na schön. Ey, die müsste sich doch so den Arm anknacksen hier. So. Zack. Haben wir da noch eine Kiste? Warum springt der immer weg hier? Ich verstehe das nicht. Da vielleicht? Da ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Die holen wir uns nochmal eben. Machen wir einen kleinen Ausflug hier. Ja gut, wir machen ein bisschen hier Hopping. So. Damit Eevee keine nassen Füße kriegt. Ja, die Frage ist, wie jetzt weiter?
Weil das Schwimmen, es dauert immer so lange. Da kann ich besser hier so ein bisschen hier den Jumpy machen. Weg da. So. Und schon sind wir da. Okay. Gut. Lass mal sehen, lass mal sehen, lass mal sehen. Jetzt haben sie hier drüben noch eine Kiste. Da ist auch noch was. Was ist das hier? Kopfgeldjagd? Templerjagd. Oh, das ist auch gut. Captain Hargrave der Dritte. Oder der Zweite. Der Zweite. Können wir uns die Kiste nochmal holen? Die haben wir nämlich anscheinend übersehen. So. Das machen wir schon. Okay, und einmal rüber. Gut. Ah, hier voll die Kohle. Steinkohle. Okay. So. Hopp. Komm rauf da. Sehr schön. Ah, komm, die paar Meter schwimmen wir. Da ist voller wieder das Stahlwerk. Solche Gebäude könnte mal Blue Bricks produzieren. So richtig schöne Industrie-Stahlgebäude oder sowas. Das wäre doch cool. So alte viktorianische Gebäude. Gut. Aus dem Weg. Warum komme ich nicht rüber? Das ist eine verdammt gute Frage. So. War die Kiste hier nicht irgendwo? Ah, da. Meine. Meins. 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 Gut. Die Kiste. So. Warum ich wegrenne? Ganz einfach. Weil ich es eilig habe. Termine, Termine, Termine. So. Die Kiste. Zack. Meins. Und jetzt haben wir... Haben wir? Wir haben. Hier, Templerjagd. Gehen wir hier hin. Ey, dass die alle ins Wasser plumpsen, ne? Ich guck mal, ob ich den vielleicht irgendwie von oben erwische. Ach Gott. Na gut. Machen wir es so. Wo ist der Captain? Ich sehe ihn leider nicht. Außerordentlich schade. Hm, da sind überall so... Ah, warte mal. Gehen wir mal hierher. Die Leiche in die Themse werfen. Natürlich. So, komm her. Zack. So, jetzt gucken wir mal, wo er ist. Da hinten ist er. Na gut, wir klettern da mal rum. So, dann schieß mal auf deine eigenen Leute.
Okay, die schießt irgendwie auf niemanden. Haha. Na los, tötet ihn. Was redet der von Spiders? So, dann trage ich ihn mal. So, nicht sie weg hier. Hoch. Hoch. Zack. So, hoch mit dir. Sehr schön, jetzt müsste ich doch eigentlich schon gewonnen haben hier. Die Mission, oder? Ah, sehr schön. Klasse. Genau, schön den Hintern rausstecken. So. Das passt. So, haben wir das Gebiet auch befriedet. Jetzt kommt nur noch eins. Und dann haben wir die Themse vollständig erledigt. Oh, wir haben zwei Kisten vergessen. Die sammeln wir natürlich noch mit ein. Das versteht sich von selber. So viel Anstand haben wir. Oh, da ist eine Spieluhr. Mitnehmen. Und das liegt doch einfach so da auf einer Bank rum. Klar. In den Seilwerfer nehmen. Hui! Hui! Und hui! So. Dahin. Okay, irgendwie müssen wir runterkommen. Schade, dass man sich damit nicht so abseilen kann. Das wäre natürlich auch cool. So, das dürfte so ungefährlich sein. Och, ich wollte doch nicht ins Wasser. Ich wollte doch nur die Kiste einsammeln hier. Zack. So. Und wollen wir die nächste? Da drüben. Wartet mal, lass mich mal durch hier. Ich hab's eilig. Sehr schön. Ah, ich sehe die Kiste schon. So, aufmachen. Meins, meine Kiste. So, und jetzt das nächste. Warum hat er denn dahin gespult? Ich verstehe nicht, warum der dauernd in der Karte verzieht. Ja, viel ist nicht mehr. Wie viele Kisten müssen wir noch? Noch zwei Kisten. Eine gepresste Blume haben wir nicht gefunden. Gut, die Glitches, ist klar. Und diese Plakate haben wir nicht gefunden. Das ist aber ärgerlich. Sehe ich sie hier irgendwo? Nein. Na gut. Macht nichts. Aber zumindest die Kisten, die sind wertvoll. Da ist nämlich eine Kiste, da ist eine Kiste. Und dann war es das mit den Kisten. Das heißt, wir holen uns erst die und dann holen wir uns gleich diesen Knaben. Kopfgeldjagd. So, Eevee. Schneller! Lauf! Du fiese Hupe! Lauf! Zack! Schneller! Na, Mist. So schnell konnte sie dann doch nicht schwimmen. Schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen.
Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. So. Na, guck mal. Sind wir doch schon fast da. Dafür, dass im allerersten Assassin's Creed der Alter ihr überhaupt nicht schwimmen konnte, machen das seine Nachfahren gar nicht mal so schlecht. So. Okay. Hui. So, da ist die Kiste. Und da hört auch jetzt irgendwann die Welt auf. End of World. EOW. Da hinten ist eigentlich dann die Tower Bridge. Genau, die kommt dann hier irgendwo. Ah, hier rechts sieht man sie. Ja. Das Witzige ist, ich glaube, im späteren Spielverlauf kommen wir da mal vorbei. So, jetzt nehmen wir den hier. Da müssen wir wieder durch irgendeinen Helix-Glitch durch oder so. Oder ich weiß nicht, ob es ein DLC war. Irgendwie sowas. Okay. Hopp. Na, guck mal, der fährt uns schon fast dahin. Ein Träumchen. Na komm. Och, Eevee. So. Da gehen wir mal an Land. Ich glaube, ich werde mich da mal mit einem Seilwerfer rauf katapultieren. Komme ich da nicht hoch? Was ist das für ein Blödsinn? Muss ich da wahrscheinlich erst rauf, ha? Huh? Warte mal. Ah, das sind Wurfmesser. Ah, das Schiff legt hier ab! Was ist das für ein Blödsinn? Lass doch mal stehen, ich dachte, ihr parkt hier. Ich dachte, ihr macht hier Feierabend. So, wen muss ich jetzt umbringen? Ah, da hinten kann ich hin. Och, jetzt bleibt er auch noch da hängen. Bleib stehen! Hey, schnappt ihr euch! So langsam! So, komm her. Ja, ja, anonym werden und Ziel abschießen, ich weiß. Was in Gottes Namen? Lassen Sie mich los. Verschwinden Sie. Seien Sie leise, bitte.
Kann ein Mann denn nicht ungestört seine Arbeit tun? Nein, kann er nicht. Vielleicht, wenn seine Arbeit. Lassen Sie mich. Komm her. Lassen Sie mich. Ich sagte, lassen Sie mich. Nein, ich lass dich nicht. Nimm dich mit. Kommen Sie mit, Mr. Scrivens. Wird das der erste sein, den ich mal lebend mitnehme? Ganz ruhig, dann tue ich dir nichts. Genau. Oder zwei in Summe. Nehmen wir dich einfach mal mit. Ich will dir nichts tun. Ja, doch. Hey. Du willst, ich will dir was tun. Nochmal unter Kontrolle bringen. Jetzt schmeißen wir ihn in die Kutsche rein hier. Hinein mit dir. So. Ab in die Büchse. Hilfe! Ich bin hier gefangen. So helft mir doch. So, irgendwie. Ach, geht aus dem Weg! Gutes Mädchen. So ist das schön. Guck mal hier. So ist super. Kann weiter so gehen. Kommt jetzt noch eine Kutsche. Ah, nee. Hat geklappt. Gut. Ich danke Ihnen. Sehr schön. Haben wir ihn. Und damit haben wir doch jetzt wieder einen Gangkrieg, oder wie sich das schimpft, wie einen Bandenkrieg. Da ist er. Und den Bandenkrieg sehen wir dann in der nächsten Folge von unserem Let's Play zu Assassin's Creed Syndicate. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.